Hallo und herzlich willkommen zurück in Pokémon Diamant. Im letzten Part sind wir hier nach Jubelstadt zurückgegangen, nachdem wir den ersten Orden geholt haben, und zwar in Erzelingen. Und jetzt wollen wir hier umhin. Hallo Professor Eiber. Ah, oh, Vogel, das nenne ich perfektes Timing. Diese Schurken geben so einen Blödsinn von sich, das ist unerträglich. Zeig ihm bitte, was wir dazu meinen. Geheimnisvoller Mann. Ich dachte, Professor Eiber nennt ihn jetzt geheimnisvoller Mann. Oh, Pokémon-Professor, warum machen wir es uns allen nur so schwer? Wir sind aus rein geschäftlichen Gründen hier. Wir sind doch auch ein Geschäftsmann. Und es ist so einfach. Sie geben uns ihre Forschungsergebnisse und wir sorgen dafür, dass ihrem Assistenten nichts geschieht. Vogel! Tun wir uns zusammen und erteilen diesem miesen Typen eine Lektion? Auf jeden Fall. Ja, ich habe jetzt entschieden, der Typ lispelt. Falls ihr ein Problem damit habt. Ja. Okay, Galaktiker-Rüpel. Wird das etwa das neue bösartige Team sein in Pokémon Diamant? Wer weiß, kann man hier eigentlich auch? Ja, auch hier kann man durch Start zwischen KP und dem Balken wechseln. Mal sehen, Käfer, ich habe auf keinen von beiden irgendwas Effektives, oder? Doch, auf Käfer ist, glaube ich, Flug effektiv. Also sehr effektiv. Ja, das ist sehr effektiv. Okay, ich habe gut aufgepasst. Und Panflam setzt Glut ein. Und er setzt Erstaunen ein. Natürlich auf mich. Natürlich. Immer auf den Stärkeren. Metallklaue, Plibrin! War's das? Ihr Galaktiker-Rüpel. Oh, nee, Plibrin erreicht noch Level 18. Oh doch, jetzt war's das mit dem Kampf. Wie ist dieser Vase möglich? Wir beide unterliegen zwei Kindern? Das wird so nicht. Zeit zum Rückzug. Diese Mission ist fehlgeschlagen. Ja, das sind beides. Die Lispeln beide. Ihr lasst uns keine Wahl. Wir werden uns zurückziehen. Denn Team Galaktik hat immer Mitleid mit Schwächeren. Ja, ihr habt gerade verloren. Diese Bande, sie nennt sich Team Galaktik. Wenn Pokémon sich entwickeln, geben sie eine besondere Energie ab. Meiner Meinung nach handelt es sich hier um eine mystische Kraft, die außerhalb unserer Kontrolle liegt. Doch die Mitglieder von Team Galaktik scheinen die Energie für irgendetwas nutzen zu wollen. Wie dem auch sei, Vogel. Das war sehr gut. Du hast wirklich Talent. Wie du und deine Pokémon Seite an Seite gekämpft habt. Ein schönes Bild. Es war richtig von mir, dir den Pokédex anzuvertrauen. Das war Professor Eiber, nicht du. Vogel. Was ist so, dass der Professor auch die Entwicklung der Pokémon erforscht? Seinen Forschung nach haben 90% aller Pokémon etwas mit Entwicklung zu tun. Also Vogel, lass uns weiter am Pokédex und am Projekt des Professors arbeiten. Okay, tschüss. Oh, wer bist du denn? Oh, war das klasse. Wirklich sehr gut, exzellent. Oh, entschuldige, ich bin vom Jubelstadt TV. Ich habe hier etwas für dich. Eine Belohnung dafür, dass ich mir diesen Wahnsinnskampf ansehen durfte. Vogel erhält Modekoffer, ja. In diesem Modekoffer findest du hinreißende Accessoires und geschmacksvolle Kulissen. Es statte dein Pokémon mit den Accessoires aus und zieh dir an, wie seine Ausstrahlung steigt. Der Fernsehsender stellt seine Räumlichkeiten zur Verfügung, sodass Besucher dort ihre Pokémon ausstatten können. Man kann außerdem tolle Preise gewinnen. Besuch unseren Sender einfach mal. Nein, ich werde mein Pokémon nicht zum Modepüppchen umformen. Garantiert nicht. Das finde ich nicht sehr gut. Wir gehen viel lieber ins Pokémon-Center und heilen unser Pokémon. Plibrin hat bestimmt ganz viel abbekommen. Ich glaube, er hat eh nur einen Erstauner abbekommen oder so. Aber trotzdem. Blä, blä, lä, lä. So, wir wollen jetzt nach Flori. Dort gibt es wohl keine Arena, hat Barry gesagt. Erst in... wie hieß es denn? Ewigenau? Ich glaube schon. Erst dort soll es wieder eine Arena geben und da oben liegt ein Item. Da schnappen wir uns doch. Hallo Knospi. Kennst du schon meinen Plibrin? Gut, ich möchte dich nämlich auch nicht kennenlernen. Und wir haben einen Paraheiler gefunden. Sehr schön. Sehr schön, 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 schön. Und diese Route erinnert mich irgendwie an Pokémon Gold. Wenn man aus... Oh Gott, wie heißt die Stadt? Dukatia City, glaube ich. Wenn man da rausgeht, stell dir mal vor, das ist Dukatia City, dann ist hier links auch Wasser und so ein Weg. Und da ist auch genau so eine Kurve. Aber der Rest stimmt dann halt doch nicht.
Oh, ein schwächlich wirkender Trainer. Willst du gegen mich antreten? Das ist echt eine schöne Taktik, sich nur die schwächlich wirkenden Trainer auszusuchen. Ja, du Göre, du Sabina. Sabina? Was haben die Namensbenenner, also die Deutschen irgendwie, was haben die da konsumiert? Ich meine, Sabrina ist mir ein Begriff und Sabina auch. Aber Sabina? Die haben doch wirklich versucht, so unmenschlich wirkende Namen, wie es nur gibt, die es nur gibt, auszusuchen. Die unmenschlich wirkenden. Aha. Meine Grammatik wird davon schon zerstört. Och, Menno, ich hätte Nein sagen sollen. Ja, du hättest Nein sagen sollen. Vielleicht auch, hätte das deine Mutter auch machen sollen, bei deiner Geburt. Mein Papa hat mir 2 Pokémon gegeben. Sie werden für mich siegen. Das heißt, du hast sie nicht mal selber trainiert? Oder nicht mal selber gefangen? Das heißt, du bist ein erbärmlicher Pokémon-Trainer. Knut. Ein Carpador. Wow. Dein Vater hasst dich. Weißt du das? Der hasst dich. Über alles. Oder er weiß, dass daraus ein Gyarados wird irgendwann. Aber ich bezweifle es. Ich glaube, der hasst dich einfach. Wahrscheinlich hast du auch noch ein Safcon bekommen, das nur Härtner kann. War das sehr effektiv, Metallklaue gerade? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich war nur verwundert, dass Carpador nicht mit einem Schlag besiegt war. Achso, nicht sehr effektiv. Metall auf Wasser, okay. Merke ich mir. Staralili. Okay, der hat dir echt nur die Standard-Pokémon gegeben. Knut, du tust mir leid. Knut, ich hoffe, du verzeihst mir, aber ich werde dich von deinem Schicksal erlösen. Oder ich werde dich deinem Schicksal zuführen, denn dein Schicksal ist es, von mir besiegt zu werden und niemals ein Pokémon-Trainer zu werden. Du wirst nur enttäuscht werden, glaub mir. Aber diese Pokémon hat mir mein Vater gegeben. Ja, dein Vater hasst dich. Wer bist du? Entschuldige, aber dürfte ich dich um einen Kampf bitten? Nein, darfst du nicht. Aber du hast es eh getan, also ist es jetzt auch egal. Tina, die kleine Göre. Tina ist schon wieder ein ganz normaler Name. Da hat das deutsche Übersetzerteam von Game Freak keinen Müll mitgemacht. Flug ist, glaube ich, auch sehr effektiv auf Pflanze, oder? Ich bin mir gerade unsicher. Gucken wir mal. Oh ja, das ist sehr effektiv. Ich sollte mir ab sofort in jedem Pokémon-Let's Play immer eine Tabelle... Warte. Oh, du bist so stark. Eine Tabelle mit den Schwächen der Pokémon-Typen rechts neben mein Spiel tun. Aber gut. In der Höhle blockieren viele Felsen den Weg. Ich denke aber, dass ein Pokémon in der Lage sein müsste, diese Felsen aus dem Weg zu räumen. Ja, mit Zertrümmerer, was wir besitzen. Und ich glaube, hier setze ich das erstmal Schutz ein. Nein, Moment. Wir haben eh nur einmal Schutz dabei. Gegengift. Ich bezweifle, dass es da rechts weitergeht, aber es geht da irgendwo hin und das möchte ich doch erkunden. Nach draußen. Vielleicht gibt es da auch ein Item. Ziehst du verschiedene Arten von Pokémon auf? Wenn du nur Pokémon eines Typs besitzt, wird es irgendwann schwer für dich, gegen Pokémon, die gegenüber diesem Typ im Vorteil sind, zu bestehen. Das stimmt allerdings, also nicht wie Arena-Leiter immer nur denselben Typ von Pokémon haben, das ist totaler Quatsch. Lass uns kämpfen, während wir den Duft der Blumen genießen. Geht's hier vielleicht doch schon weiter? Das scheint mir langsam fast so. Oh, Aroma Lady Zara. Man kann es auch einfach mit S schreiben. Aber gut. Sie wollten wohl keinen Namen doppelt benutzen, was irgendwie... Naja. Ich hätte lieber 5-mal im Spiel Sarah gelesen, als einmal Zara. Oder, ich kenne den Namen nicht. Vielleicht gibt es den Namen auch. Und vielleicht ist er voll üblich in irgendwelchen Ländern wie Tschechistan oder was weiß ich. Also mir ist er nicht geläufig. Und darum... Naja. Oh, wie süß. Ein Kikugi. Oh, ich habe eine Kikugi-Figur. Ich habe eine kleine Pokémon... Ich habe ein paar Pokémon-Figuren. Frag nicht, warum. Aber ich habe die irgendwo rumliegen. Und ich habe auch einen Kikugi. Ich habe auch einen Plinfer. Ich habe auch einen Shanaira und so ein komisches Mammut, wo ich den Namen nicht weiß. Und ein Kadabra. Obwohl ich verloren habe, bin ich nicht wütend, denn es riecht hier so gut. Cool. Hätten das damals im Krieg auch die Deutschen gesagt. Oh, ja, ihr Alliierten. Kein Problem. Es duftet so schön. Ja, ja.
glaube, das wäre... Das wäre wunderprächtig geworden. Ah, okay, da geht's wohl nicht weiter, da ist Wasser. Ah doch, da gibt's aber schon mal ein Item für uns. Felsgrab! Finde ich übrigens cool, dass jetzt bei, wenn man ein TM aufsammelt, die TM, also als die Zahl und der Name der Attacke direkt beisteht. Das finde ich, ist eine schöne Verbesserung. Hätte einem aber auch früher einfallen können. Pokémon gibt's ja nicht erst seit Diamant, nicht? Sag mal, was hältst du von Käfer-Pokémon? Nicht viel. Einen, ja, ausreichenden Abstand höchstens. Ach so, du bist ein Käfersammler. Matthias mit Doppel-D. Matthias. Okay, Schnabel. Oh, eins die Purze. Weh, du kannst Geduld. Geh sterben. Oh nein. Geh weg. Los, Piprin. Mach's fertig. Ist das derselbe Trainer und der schleicht sich einfach hier die Routen entlang, um uns aufzulauern? Nee, er hat auch einen Wampel. Das muss ein anderer sein. Der andere, der und sein Zipurzu, die hatten so eine innige Beziehung. Das Zipurzu wäre durchgedreht, wenn er weitere Pokémon gehabt hätte und hätte ihn mit Geduld umgebracht. Ja. Stell dir mal so einen Kampf vor, so einen Boxkampf zwischen zwei Leuten. Der eine setzt Geduld ein. Moment. Ich möchte erst den Text lesen, dann werde ich das weiter ausführen. So kann ich die Vorzüge der Käfer-Pokémon nicht erklären. Also so, keine Ahnung, so zwei Boxer. Der eine prügelt Futter auf den anderen ein, der andere wartet und wartet und wartet und wartet und wartet. Pumpt sich mit Energie auf und dann haut er in den Eimer und der fliegt einfach weg. Das wäre lustig. Wir können diesen Trainer ganz schnell besiegen, oder Lena? Wir sind die Stärksten in unserer Klasse. Ja, ihr seid auch die Einzigen. Weil ihr ganz besondere Kinder seid, haben eure Eltern immer gesagt. Pachirisu? Oh, wie süß, Elektro-Eichhörnchen. Ein Pachirisu. Ich will ein Pachirisu, ich will kein Shinux mehr. Oh. Was ist stärker? Ist Stahl effektiv auf Elektro? Ach, egal, ich riskiere es nicht. Okay, ihr lasst meinen Shinux in Ruhe, das ist freundlich. Und ziemlich töricht. Nein. Piprin ist schon die größere Gefahr, da ist es sinnvoll, dass sie ihn angreifen. Aber Shinux könnten sie halt mit einem Schlag eben schnell ausnocken. Und ich glaube, bei Piprin kommen sie nicht sehr weit. Oh, verdammt. Sie hört mir zu. Uah. Pachirisu Nummer 1 ist besiegt. Und Piprin erreicht Level 19. Alter. Geduld. Nein. So etwas möchte ich nicht haben. Tut mir leid, nein. Und Shinux erreicht Level 5. Und er lernt Silberblick. Und erreicht Level 6. Sehr gute Shinux. Jetzt mal Metallklaue, nur um zu gucken, ob es irgendwie effektiver ist. Ich glaube, es ist... Ach, okay, es war ein Volltreffer und es ist nicht sehr effektiv. Stahl auf Elektro, nicht sehr effektiv. Merken. Oh, auch ein Volltreffer von Shinux. Hätte fast gereicht. Oh oh, Shinux überlebt es. Gut, weil du kriegst hier ordentlich EP. Das finde ich nämlich sehr, sehr klasse. Shinux erreicht Level 7. Wow. Und Level 8. Liz und Lena wurden besiegt. Ah, oh, warte. Nö, ihr habt euch jetzt geschlagen zu geben. Seht es ein. Kugelsaat, okay. Gebt euch geschlagen, Mädels. Im nächsten Part geht's hier weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Euer Vogel. Tschüss.